Seid gegrüßt, der Wolf Mengan hier mit dem 58. Part unseres Let's Plays zu Guild Wars 2 mit unserer Diebin und wieder dabei der Shovel. Ja, hi Leutchen. Und dann gehen wir hier auch gleich weiter mit unserer persönlichen Geschichte und gucken mal, was uns dort erwartet. Nicht so, dass wir beide das nicht schon wüssten, aber ich glaube, unsere Zuschauer wissen es noch nicht. Nee. Daher betreten wir jetzt mal die Instanz Vorstoß ins Herz von Ohr. Oder Herz ins Herz Ohrs. Genau. Da finde ich aber das, was ich gesagt habe, schöner. Und erstmal wieder ein Video. Jawohl, jetzt ein Herz oder ein Ohr. Ihr seid gerade rechtzeitig. Wir haben die Umgebung gesichert und befestigen derzeit die Höhle. Nach eurem jüngsten Sieg sind Satans Streitkräfte geschwächt. Der Drache spürt uns näher kommen wie ein Dorn, der sich ihm tiefer ins Fleisch gräbt. So. Jetzt wissen wir, dass Satan nicht nur Wut, sondern auch Angst verspürt. Seine Zeit in Tyria nähert sich dem Ende. Juhu. Tapfere Worte. Lassen wir sie wahr werden. Kommt mit. Die anderen Kommandeure sind drin. Zur Grotte geht es hier entlang. Das heißt, dort hätten sich früher verliebte falsche Taste gedrückt. Wir müssen mal hier ein paar abgeben. Jo. Nö. Ja, ja, dann gut, genau. Das ist die Attacke von Zerstörung des orientalischen Beinhauses hat Satans Fähigkeit, neue Monster die, zu schaffen, stark eingeschränkt. So. Der andere hat der Ele, nicht genug Feuer, alle den wieder die Hand geht nicht. Nee, wieder nicht. Es gibt nur zwei Wege hinein. Ah. Durch diesen Gang. So. Hier muss man erstmal zu den hin und dann ich sag dann schon erstmal Wasser und dann oben kommen Dern, die. Dern, Winnet und Efoot sind bereits hier und bereiten den nächsten Angriff vor. Welches Vorgehen schlagt ihr als nächstes vor? Eine volle Offensive. Zeitans Versorgung ist abgeschnitten. Wir können die Hauptstreitmacht angreifen, ehe sie sich erholt. Ich stimme zu. Aber ein Angriff zu Lande führt dorthin, wo der Drache am stärksten ist. Von See her machen wir mehr Schaden. Marshall, wir haben den Kontakt mit dem Artefaktsuchertrupp verloren. Ich will einen Suchtrupp losschicken. Genau, das müssen wir dann nehmen. Mit dem Suchtrupp, ne? Ja, genau. Bleiben wir gleich hier in dem Bereich. Ich sah das Siegel der Könige von Orr. Ich glaube, sie kommen aus der Gruft von Prinz Al-Hazred. Zu Lebzeiten galt Al-Hazred als grausamer, brutaler Mann. Der Tod hat das nicht geändert. Leute, verteidigt das Lager. Zu den Waffen. So, ich nur aufpassen, aber was? Okay. Wir müssen mal gucken, jetzt kommen sie erstmal von hier oben, dann kommen sie vom Wasser. Jo. Oh, ja. Ich erklär dir jetzt mal was. Bin ich hab schneller als vor. Ja, ich kenne dir was, da liegt schon wieder einer. Oi. Die Sterne haben mich schnell. Ja. Hier so ein dicker Rumpel kommt. Das hatten wir ja von. Schon mal durchgesprochen, ne? Dass sie hier sehr, sehr schnell gehen. Ist er durchgerannt. Also ein Kupferner, ja. Mach du den mal kalt, ich mach hier mal die kleinen Köpfe. Okay. Ja, der hängt sich jetzt, hat sich jetzt hier selbst schön reingehangen. Ich ruf mal meine Helferlein und dann gehe ich auf Deutsch. Schön Blindheit. Öl. So ein blöd Mann. Haut er mir einfach ab. Der eine ist noch hier links. So, der dicke liegt. Ja, die Hälfte der Mannschaft liegt hier auch. Ja. Zeit, das haben sie nicht schön ausgearbeitet hier. Das, was sie halt neu eingebastelt haben, da leben die länger. Ja. Rückrechtet. Das ist doch nicht vorbei. Zusammen mal. Ja.
Jetzt kommen sie schon am Wasser, oder? Ja, schon gesehen. Der hat nochmal welche wieder hochgeholt. Hast du gesehen? So. Da kommen noch welche. Ja, ich weiß. Die Dinger erst kaputt schießen, bitte. Die Knochen. Dinger, ja, genau. Ja, genau. Sonst hauen sie sich immer um. Jo, bin schon dabei. Wow, 12.000 Punkte Schaden. Direkt. So, jetzt kann man die. Jodele. Es kommen noch ein paar. Sagt er auch selber, dass es ein paar von den Quaggans kommen. Ja. Ja, siehst du doch. Satan benutzt alles, was sein Diener zum Opfer fällt. Ja. Wobei, das wäre doch mal was. Wir lassen uns töten und infiltrieren Satan als Untote. Einer der Fürsten von Or. Nein. Jetzt kommt er mit seinem. Ja. Schön unterbrochen. Ich bin schneller als dein Zentrum. Ja, das ist nicht alles. Da kommt noch der Dicke. Jo. Der große davon. Ich weiß nicht, dass die hier abgeändert haben. Aber nee, im Haus sind die hier besser überstehen hier in den Fragen. Jo. Ja, ich mache ein Öffnungsschwimmer, das war's. Ah ja. Okay, dann haben sie es doch anscheinend etwas umgeändert. So, sprecht mit Marschall Trahan. So, jetzt haben wir hier die Auswahlmöglichkeit. Da wir begeben mich auf der Suche nach dem vermissten Ersatztrupp. Weil ganz zwischen drei. Drei Sachen haben wir hier. Ich lasse das nur im Moment stehen, dass das unsere Zuschauer auch lesen können. Wir nehmen dann die Mitte mit dem. Suche nach dem vermissten Ersatztrupp. Das, was du gerade gesagt hast. Ach. So. Kann ich mir hier wieder ein Rüstungsteil raussuchen. So. Ach Mann, ein Kapitel endet. Ein Kapitel beginnt. Dann gehen wir hier raus und kommen wir gleich zum nächsten. Genau, und dann sollten wir uns auch wieder ein bisschen Food reinhauen. Und ich habe schon wieder vergessen, den. Oh, das war mein letzter Untoter. Ja, macht ja nichts. Also ich habe noch drei von den 70er Untoten. So. Ja, Weibchen. Genau. Okay. Ich weiß. Ja, da vorne. Ich glaube, da brauchen wir nicht zu reisen, da laufen wir schnell hin, ne? Ja, falsch. Ja. Ich bin falsch. Ja, wollte gerade sagen, hä? Ja, weil wir uns genau gegen wir zum Eingang hingestellt haben. Mhm. Wir müssen da durch das Ding durchlaufen, denn, ne? Durch das Vor. Ja. Na, komm auch hier. Das andere. Genau. Haben wir 5 Teile gemacht. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich müsste nachher nachzählen. Wir sind ja jetzt bei Part 58. So, bereit? Ja. Okay, dann starten wir. Jäger und Gejagte. Ist jetzt ein bisschen lustiger. Ja. Ich
Ich bin wirklich froh, euch zu sehen, Kommandeur. Selbst mit den Paktsoldaten hier habe ich Angst. Dieser Ort lässt meine Ohren zucken. Was habt ihr von Orr erwartet? Seid froh, dass eure Ohren noch zucken. Und erzählt dem Kommandeur von dem vermissten Trupp. Entschuldigt, Kommandeur. Unser bestes Aufklärungsteam ist lang überfällig. Wir glauben, dass sie noch leben, aber... Natürlich leben sie. Sie haben Fergen, der beste Spurenleser aller Zeiten. Und seine Überlebenskünste sind legendär. Er hat den Trupp sicher gerettet. Aber wir müssen sie noch finden. Ich kann der Spur folgen. Mir nach. Durchkämmen wir das Gebiet. Okay. Und jetzt hier vorne. Man ging auch mal erst leicht. Sauberer Schuss. Pfeil durch den Hals. Sauber getötet? Von Auferstandenen? Gefährlich. Schnell weg hier. Der war nicht schlecht. Ja, ging noch weiter. Nicht. Ja. Noch einer. Sieht aus, als hätte man ihn in Stücke gerissen. Nein, da war er schon tot. Jemand hat ihn erst mit seinem eigenen Schwert durchbohrt. Also, diese Mission ist verflucht. Der Trupp ist wohl tot. Können wir nicht zurückgehen? Nicht bevor alle gefunden sind. Ich will nicht glauben, dass Fergen sie sterben ließ. So, das, warte, nicht vorhin. Okay. Nicht vorhin, bitte. Weil wir müssen jetzt hier, sobald du hier in den Weg von dem Stern gehst, da, wo das noch einer liegt, kommen gleich Gegner. Okay. Die ziehen, die können nicht ziehen, das sind Spinnen. Oh. So. Du musst schon hingehen. Ich gehe vor. Weil du nämlich zwei, die dich dran stehst, da sind abgelaufen und dann. Schon gut. Wir sind ja da. Das ist welche verfrüht. Voll ein bisschen machen. Jo. Vor allen Dingen zwei Pfeile im Bein und eins hat dann Brust, einer im Bein. Ja. Jo. Spinnen. Weil diese blöde Ecke hier ist. Oh, ich bin gerade mal ein bisschen immobilisiert. Das meine ich ja, das meine ich. Ah, jetzt bin ich frei. Mal kurz hoch mit mir. Oh. So, hier ist noch eine Spinne. Ich sag doch nichts für Leute, die unter Arachnophobie leiden. Mal wissen, wann was geschieht hier. Oh ja. So, hier ist genauso, wenn du das angesprochen hast, erstmal in den hinteren Bereich bleiben. Ihr versteht nicht. Er wird mich töten. Uns alle töten. Halt. Nicht bewegen. Nur reden. Was ist hier passiert? Er hat uns gejagt. Jagt uns immer noch. Und er ist irgendwo da draußen. Seht ihr nicht? Sind nicht sicher. Nicht vor ihm. Nicht. So, jetzt müssen wir hier vorne den kurz ansprechen. Yep. Fergen. Die Auferstandenen haben ihn sich zuerst geholt und ihn zu einem von ihnen gemacht. Dann begann er uns zu jagen. Er ist unaufhaltsam. Ein Monster. Ich bin die Einzige, die übrig ist. Falls er mich holt, sagt zu hören, was wir gefunden haben. Erzählt ihm von dem Großfeuerkessel. Seitans Armee hat einen Großfeuerkessel, wie der, der Askalon zerstörte? Genau. Trehearn muss es erfahren. Aber wir kommen hier nie lebend raus, wenn Fergen uns auf der Spur ist. Er wird nicht... Er wird nicht was? Macht schon! Was wird Fergen nicht tun? Was stimmt nicht mit euch? War klar. Ich verschwinde von hier. Kett, halt! So. Er könnte hier draußen sein. Da müssen wir zwischendurch, ne? Um den abzufingern. Zurück! Ja. So helft mir doch! Kann dann, ist er nämlich eingeklemmt, dann kann er uns nicht treffen, so vielleicht. Ja. Zeigt euch eine Lektion zu erteilen. Jetzt drauf. Thank you.
besiegen. Aber die müssen wir gleich nochmal töten. Glaube ich schon. Nee, was? Okay. So, pass auf, jetzt müssen wir da hin, aber wir stellen uns in den Umbiegen so, so umgehen ein bisschen. Mhm. Was auch warum? So. Jetzt kannst du den ansprechen. Geschafft. Ich dachte, ich wäre tot wie die anderen. Ihr habt ihn gestrichen. Ich habe noch nie einen Auferstandenen so handeln sehen. Wir müssen das sofort melden. Und nicht nur das. Traherne muss auch vom Kessel erfahren. Okay. Und da ist er wieder. Nicht rumstehen. Ich gebe hier nicht statt. Oh, oh, oh. Ja, nur bleib liegen. Okay. Ja, annehmen. So, jetzt treffen wir uns hier vor drei Feindlichkeiten. Genau. Hab ich schon eingereist, oder? Nee, nee, ich hab grad Instanz verlassen. Ich reiß jetzt hin. Beziehungsweise, wenn ich gleich da bin. Weil hier ist ja noch der schöne, nette Ladebildschirm. Da geht es genau so. Ja. Ach. Vor der Dreifaltigkeiten. Genau. Der Dreifalten. Lass mal das wieder an, weil gleich kommt das mit dieser, wie heißt die? Mit der wir unter Wasser waren. Ja, ich weiß, wen du meinst. Ja, ich nehme noch die ganze Zeit auf, keine Sorge. Ich habe ja noch nicht meinen Abschiedstext gesagt. Wenn ich den sage, dann weißt du, dass ich mit der Aufnahme aufhöre. So, yep, Instanz betreten. Ja, ja. Ja, wem? Genau. Mal die Gräber besser zunageln. Oh ja, das wäre was. Oh. Guten Tag, Traherne. Willkommen zurück, Kommandeur. Habt ihr den vermissten Trupp gefunden? Sie waren auf einer wichtigen Mission. Das habe ich. Sie haben entdeckt, dass Saitans Horde einen Großfeuerkessel hat. Diese Entdeckung kostete sie das Leben. Ich bin es leid, unsere Besten und Tapfersten zu begraben. Aber ihr Opfer könnte der Schlüssel zum Sieg sein. So eine Waffe könnte den Ausgang des Krieges ändern. Es ist wichtig, dass wir den Kessel erobern, bevor Saitans Diener ihn einsetzen können. Ihr müsst eine Mission zu seiner Erringung führen. Geht runter zum Luftschiff, Doc. Pilotin Güreschrei steht mit einem hochmodernen Kampfanzug bereit. Larantias Extraktionsteam wird euch hineinfolgen. Nutzt den Anzug, um ihnen den Weg frei zu machen. Und sie werden sich mit euch am Kessel treffen. Okay. So. Haben wir hier noch was, was wir noch nicht haben? Ich muss gerade mal schauen, wie das aussieht. Die Sequenz, die jetzt kommt, die müsst ihr alleine machen, weil okay. Zweimal nicht jeder einen Anzug anhaben kann. Es kann nur mal einer diesen Anzug tragen. Alles klar. Alles macht's. Ja. Okay. Weil dann mache ich den auch alleine. Jo. Alles klar, dann reisen wir hier erstmal raus. Genau. So. Dann beende ich hier auch erstmal den Part. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Bis gleich, euer Wolf Mengan. Ciao, ciao.